So, noch schnell die Haare kämmen. Die Frisur sieht schon schön aus. So, das sollte passen. Dann muss ich mir noch ganz kurz... Hä, wo habe ich denn meine Tasche wieder hingelegt? Habe ich die aufgeräumt? Ein paar Sekunden später. Ha, lol, ja, die habe ich aufgeräumt. Dann muss ich noch mein Handy holen. Oh, hier liegt's. Oh, wie spät ist es denn schon? Es ist schon nach 9. Oh, wir müssen gleich los. Sarah? Lucy? Wo seid ihr denn? Brooke, hi? Sarah? Lucy? Hä? Guckt ihr ohne mich, Brooke, hi? Wieso denn das? Ich liebe Brooke, hi. Was? Nee, wir gucken nicht ohne dich. Also wir gucken schon ohne dich. Das ist total gemein. Ja, nee, so habe ich das nicht gemeint. Wir gucken ohne dich, aber wir gucken alte Folgen. Also die wir aufgenommen haben, weißt du, ganz alte Folgen, weil uns war langweilig. Ja, genau, uns war langweilig und du warst gerade noch im Bad und da dachten wir gucken einfach Brooke High. Okay. Mädels, es ist nach 9. Ja? Hast du Hunger? Was? Nein, wir haben doch gerade gefrühstückt. Mädels, wir wollten heute wohin fahren? Wohin wollten wir denn nochmal? Oh, stimmt. Wir wollten jetzt zu meinem Papa. Mist, das habe ich total vergessen. Mädels, könnt ihr ohne mich gehen? Ich möchte weiter Brooke High gucken. Was? Nein, mitgehangen, mitgefangen. Komm jetzt, Lucy. Ich muss mein Zeug holen, schnell. Boah, muss ich jetzt ernsthaft mit? Ja gut, ich hole meine Sachen. Und weg sind sie. Lol. Hat's gerade geklingelt? Hä, ich habe gar niemanden an der Tür gesehen. Hallo? Ist hier jemand? Ah, komisch. Habe ich mich wohl verhört? Anscheinend. Ha, eigenartig. Dann glaube ich, gehe ich nochmal kurz auf Toilette. Wenn die anderen einfach noch ein bisschen brauchen. Ein paar Sekunden später. Hä? War das schon wieder? Kann jemand bitte gehen? Ich sitze gerade auf Toilette. Hallo? Oh Mist, ja, Moment, ich komme sofort. Oh, ich muss nur schnell Hände waschen. Moment, ich komme gleich. Ich bin da. Ich bin... Hä? Hallo? Ist jemand da? Hallo, Entschuldigung. Entschuldigung, ich war gerade auf Toilette. Hallo? Ist hier jemand? Es hat doch gerade geklingelt, oder? Ich habe mir das doch nicht eingebildet. Das ist ja echt komisch. Ja gut, okay. Dann gucke ich mal, ob die anderen schon fertig sind. Mädels, seid ihr fertig? Ja, ich bin fertig. Wer war das denn an der Tür? Es war niemand an der Tür. Hä, aber es hat doch geklingelt, oder nicht? Oder habe ich was falsch verstanden? So, ich bin auch da. Kommt, lass uns gehen. Oh, und einen Fernseher sollten wir vielleicht noch ausmachen. Ein bisschen Strom sparen. 20 Minuten später. Ist schon echt krass, wie oft wir jetzt bei meinem Vater waren in den letzten Wochen. Unglaublich, ehrlich gesagt. Ich hoffe, er ist zu Hause. Okay, kommt, lass aussteigen und gucken, ob er da ist. Oh, cool. Maria ist auf jeden Fall schon da. Oh, Sarah, mit Freunde. Kommt rein, schnell. Hallo, Maria. Schön, dich wiederzusehen. Und ich erst. Seid ihr da für Essen? Ich mach gleich Essen, natürlich. Was mache ich alles? Tortilla und Obstsalat. Warten, ich mach ein Essen. Haha, ganz viel Essen, ganz viel Essen. Ihr müsst essen. Maria ist echt super. Ganz ehrlich, Sarah. Ja, sie ist echt wie meine Mama und sie will immer, dass ich was esse und groß und stark werde. Wie ein Bär. Wartet ihr kurz hier? Ich suche kurz meinen Dad. Papa, bist du hier oben? Oh, hi Papa. Du, kann ich ja mit dir reden? Oh, Sarah, was machst du denn hier, mein Schatz? Du Papa, also es ist folgendermaßen. Hast du das Apartment unter mir verkauft? Ich dachte, du wolltest mir mal das ganze Haus vererben. Also nicht, dass es irgendwie schlimm ist oder so. Ich wollte nur einfach mal nachfragen. Was? Nein, Sarah. Wie kommst du drauf? Ich habe dir versprochen, dass du das mal erben wirst. Natürlich habe ich das nicht verkauft.
Okay, Papa, weil es ist nämlich so, dass es jetzt jemanden anders gehört. Also irgendwas ist da schiefgelaufen. Vielleicht hat auch ein Mitarbeiter von dir irgendeinen Fehler gemacht. Weil es ist nämlich so, die böse Ella wohnt jetzt da. Und ich weiß nicht, wir fühlen uns alle nicht so gut, wenn die bei uns im Haus wohnt. Was? Die Wohnung wurde verkauft? Unter dir? Das ist alles ziemlich komisch. Schatz, ich muss mal gucken, was da schiefgelaufen ist. Lass mich gleich mal bitte telefonieren. Ich melde mich dann bei dir, okay, mein Schatz? So, gleich mal die Telefonnummer wählen. Ja, okay, das ist es. Bis dann, Schatz. Ich melde mich bei dir. Ja, hallo? Okay, danke, Papa. Dann bis morgen oder so. Oh, ihr sitzt schon. Gibt's gleich Essen? Ah, Sarah, hinsetzen. Gibt Essen in 10 Minuten. 10 Minuten. Kann ich dir helfen, Maria? No. Nichts helfen. Ich gleich fertig sein. Komm, Sarah, setz dich zu uns. Essen gibt's. Okay. Dabei kann ich euch erzählen, was mein Vater mir erzählt hat. 2 Stunden später. Boah, ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob sich das rentiert, dass wir Brook High nochmal ganz von vorne angucken. Hä, ihr habt doch ohne mich Brook High angefangen. Also fangen wir natürlich mit der Season 1 ersten Folge an. Das ist doch klar. Also ich muss Sandy recht geben. Wir haben ohne ihr angefangen. Von daher, lass uns einfach jetzt weiter gucken. Siehst du, Sarah, du bist komplett überstimmt und wir gucken von ganz von vorne. Ein paar Sekunden später. Hä? Wer klingelt denn jetzt? Wartet, ich mach kurz auf. Ja, hallo? Hier ist eure bestellte Pizza. Hä? Unsere bestellte Pizza? Mädels? Hat jemand von euch eine Pizza bestellt? Hä? Nee, was? Eine Pizza? Ich habe keine Pizza bestellt. Lucy? Hast du eine Pizza bestellt? Was, ich? Nee, ich habe auch keine Pizza bestellt. Warum soll ich denn eine Pizza bestellen? Wir haben doch erst gegessen. Entschuldigung, da muss ein Fehler vorliegen. Wir haben keine Pizza bestellt. Wartet, lasst mich nochmal ganz kurz nachgucken. Nee, die Adresse, die stimmt. Also, die habt ihr definitiv bestellt. Also müsst ihr die auch bitte zahlen. Okay. Was kostet die denn? Dann hole ich schnell Geld. 13,50. Okay. Mädels, dann zahle ich die Pizza. Ich hole kurz Geld. Ein paar Sekunden später. So, ich bin wieder da. Hier, bitteschön. 14 Euro. Stimmt so. Vielen Dank und guten Appetit. Ja toll. Hat jemand Hunger auf eine Pizza? Hä? Wer sind das jetzt nun wieder? Warte, ich mach auf. Ja, hallo? Was ist denn bei uns los? Wer ist denn das? Ich hab keine Ahnung. Ja, hallo. Ihr habt Burger bestellt? Was? Wir haben keine Burger bestellt. Oh, ihr Mädels habt schon Pizza bestellt. Ihr scheint ja richtig Hunger zu haben. Das sind 3 Burger drinnen. Macht bitte 30,80 Euro, bitte. Was? 30,80 Euro? Hä, wir haben keine Burger bestellt. Was ist denn das? Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Das ist zu komisch. Was sollen wir denn jetzt machen? Bezahlen wäre eine gute Idee. Ihr habt bestellt, ihr müsst bezahlen. Okay. Ja, wartet. Ich hol kurz Geld. So, hier, 32 Euro. Bitteschön. Vielen Dank und guten Appetit. Haben wir jetzt 3 Burger und eine Pizza? Obwohl wir gerade vorhin schon gegessen haben? Das ist noch keine 1,5 Stunden oder so her. Naja, okay, vielleicht ist es ein bisschen länger her. Wollen wir essen? Inzwischen. So, dann ist es Zeit für den letzten. Ich bin schon gespannt, was sie dazu sagen. Oh mein Gott, sag nicht, dass jetzt noch jemand kommt und uns Essen liefert. Hallo, kommen Sie bitte rein. Hi, ich habe eure Essenslieferung. Ihr habt Reis bestellt, 3-mal. Das macht bitte 43,80 Euro. 90. 43,90. Doch, sagt nichts, ich hol mein Geld. So, hier, 45 Euro. Stimmt so.
Oh, ihr Mädels seid ja echt schlecht gelaunt. Deswegen wahrscheinlich auch das ganze Essen. Vielen Dank fürs Trinkgeld und hier, bitteschön, deine Bestellung. Vielen Dank fürs Geld und tschüss dann. Sagt mal, denkt ihr auch, was ich denke? Ella. Boah, das kann doch nur sie gewesen sein, oder? Ganz ehrlich, wer soll das denn sonst sein? Wir haben noch nie irgendwas bekommen, was wir nicht bestellt haben. Aber jetzt wohnen sie hier. Es wird jeden Tag 5-mal geklingelt gefühlt. Und jetzt haben wir auch noch wie viel Geld ausgegeben? Fast 100 Euro. Ja, okay, nicht ganz 100 Euro, aber trotzdem. Oh, lass uns mal runtergehen zu ihr. Definitiv. Lass uns am besten gleich gehen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Okay, Sarah, du klingelst. Hä? Wieso ich denn? Ich klingel auf gar keinen Fall. Du klingelst. Nein, du klingelst. Oh, Mann, okay. Okay, so. Ein paar Sekunden später. Ja. Oh, ihr seid's. Was wollt ihr, Loser? Ella, hast du uns Sachen bestellt und heute Klingelstreiche bei uns gemacht? Und wenn schon? Ganz ehrlich, das ist verboten. Wir könnten dich dafür anzeigen. Und dann musst du Strafe bezahlen. Ganz ehrlich. Genau. Und wenn du nicht damit aufhörst, dann wird dich mein Vater verklagen. So sieht's nämlich aus. Glaubt ihr, dass sie jetzt damit aufhört? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ganz ehrlich, wir müssen nur hoffen, dass mein Vater mit positiven Nachrichten morgen anruft. Weil die in unserem Haus, das ist ja wirklich die Hölle. Dann war es aber mit der Mädchen-WG Staffel 2, Folge 2. Falls es dir gefallen hat, lasst uns sehr gerne ein Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus! Ach so, und vergesst nicht, die Mädchen-WG hat eine Playlist, da gibt's alle Folgen, die kannst du dir in der Playlist angucken.